Hey yo, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Jedi Fallen Order. Ich weiß, beim letzten Mal überzog sich der Part ein klein wenig. Und jetzt geht's weiter. Danke fürs dabei sein. Let's go. Geborstener See. Wo sind wir denn jetzt hier? Jo, das sieht interessant aus. Was haben wir jetzt? Sag mal. Ja, wo ist denn das Laserschwert jetzt? Hat es mir nicht gegeben? Hallo? Also, es ist lange her, dass ich hier gewesen bin. Also, du weißt, es kamen viele Jedi nach Illum. Nee, dann, also ich hätte schwören können, die hätte mir ihr Laserschwert gegeben. Der Jedi-Tempel. Jedi-Tempel? Erkunde den Jedi-Tempel. Jeder Jedi kommt als Kind her. Ja. Also, kam hierher, als es noch Jedi gab. Na ja, gut. Dann auf zum Jedi-Tempel. Das klingt ja mal interessant. Lass mal hier die Schneeprüfung bestehen. Boah. Warte mal. Wir haben andere Kleider an. Wir haben wieder so ein Poncho-artiges Ding haben wir an. Ja, warte mal. Wir tragen Poncho. Was ist das? Yo, wir tragen Poncho. Was soll das denn? Wir hatten das ausgewählt. Jo, so ist besser. Wir hatten uns den Poncho hier ausgewählt. Das sieht wie ein Durchgang aus. Das war ja seltsam. Pass ich auf. Vielleicht wurde das aus. Huh? Vielleicht wurde das automatisch ausgewählt, weil es hier ein bisschen kälter ist. Entschuldigung, wo ist der Durchgang? Da rechts. Ja, klar. Sieh ja doch. Sehe ich genauso. Ach da. Hier der kleine Spalt. Müssen wir uns wieder reinzwängen. Dann erstmal wieder einen Sprung. Alle, ja. Den kennt man ja. Jedi-Tempel. Komm mal hier runter. Oh, untersuchen. Was denn, das hier? Oder? Keine Ahnung. Oh, bin ich lebensmüde. Da oben muss ich lang. Jedi-Tempel, das ist die Prüfung des Eisberges. Das ist erstmal der hohe. Ja, das ist unsere Prüfung. Also, ja. Aber dafür, dass jeder Jedi irgendwie hier als Kind hinkommen muss, weiß ich nicht. Benutzen die einen Aufzug? Wenn ja, dann wo ist er? Obwohl, nee, wäre langweilig. Nö, nee, da benutze ich lieber den Kletterpfad. Aber hier, das sieht ziemlich rutschig aus. Ja, echt? Er kann sich einfach so an Eis hoch. Okay. Einfach so mit den Händen? Ach nee, wir benutzen die Krallenhandschuhe. Sonst würden wir nicht so komisch, ja, krabbeln. Die Wand hinauf. Da sind wir ja schon. Wir ging ja flott. Da ist ja der Tempel. Benutzen wir den großen Eingang oder? Nee, ne? Nee. Wir benutzen den Seiteneingang. Ja, lass mal fallen. Ja. Das habe ich mir gedacht. Ja, kommen wir nicht durch. Och Mann. Wir haben doch ein Laserschwert mit. Benutze es doch. Die hat nicht gesagt, dass wir es nur für Notfälle benutzen dürfen. Nachher haben wir das aus Versehen da irgendwie liegen. Oh, das hat aber viel Epik. Er kehrt an richtige Orte zurück und sinniert über seine Abenteuer und Prüfungen. Meister Marti Kamrun? Okay. Ja. Wo lang? Der lang. Ich sehe schon. Nee. Hä? Wir gucken mal eben. Ach, da unten? Ich bin zu weit oben. Hoppala. Ich verrückter. Da unten muss ich irgendwo lang. Ich bin zu weit gehüpft. Hä? Jetzt kann ich die Map nicht öffnen. Ach da, yo, ich sehe es. Ja, lass einfach mal fallen. So, jetzt wieder fallen lassen. Yo. Ja, da denkt ja keiner daran, ne? Ich glaube, jeder wird zuerst ganz nach oben gehen, oder nicht? Da setzte aber gerade der Ton aus. Scan mal. Eine Wand. So. Ich finde es erstaunlich, dass BD1 so einen Wandfetisch hat. Also, schon krass, was bei den Robotern so alles abgeht. Aber hey, jeder seins, ne? Also BD, dafür machen wir dir keine Vorwürfe. Ne? Wenn du auf Wänden und Vasen stehst... Ist doch kein Problem. Ja, hier, komm, ja, da Wand, ich weiß. Geil, oder?
Verstärkungsfenster. Ach, oh, Fenster schließt du auch noch. Oh, Junge, jetzt geht aber los. So, was ist das hier? Keine Ahnung. Wir springen runter. Guten Tag. Ist ganz schön düster hier, oder? Irre ich mich. Oh. Den Raum kenne ich. Meister Yoda schmolz die Tür und ließ uns in die Höhle. Nicht mit der Macht, mit dem Kristall. Das Licht ging hindurch und trug die Wärme. Oh, Yoda. Ja, können wir. Was Yoda können, können wir auch. Ich weiß, das ist ein bisschen weit hergeholt. Das klingt zu eingebildet. Das nehme ich zurück. Ja, dann muss ich jetzt eh erstmal überlegen. Mal gucken, ob wir auf Yodas Intellekt kommen. Wobei, naja, ich weiß nicht. Bei seinen Sprachfehlern bin ich mir nicht sicher, ob ich das will. Aber ey, jetzt nichts mehr hier gegen Yoda. Ey. In dem einen Film sah er ja so knuffig aus, ey. Geil. Ich weiß nicht ganz genau, was es gebracht hat, aber irgendwas wird es uns nützen. Warte, hopp. BD, ja, Wende, ich weiß. Geil. Ich weiß, dann mach du weiter. Sehr gut. Ah. Komm mal her. Oh. Aha. Das können wir jetzt hier reinstecken. Oh, und was passiert, wenn ich jetzt... Warte, oh, falsche Seite. Oh, das lässt einfach dann los. Ups. So, wieder reingesteckt. Jetzt zieht der Laser, also hier dieses Licht, neben den Kristall. Ja, wir gucken mal weiter. So, ich ziehe den Kristall jetzt einfach mal da. Das kann ich schmelzen. Ah, müssen ein bisschen warten. Ja, öffnet sich doch ein Weg. Sehr schön, dann lass mal los. Der bleibt auch offen. Ja, das ist schön, dass der offen bleibt. Alle, hopp. Oh, nein, halt dich fest. Gut, dass wir den Double Jump haben. Damit kommen wir noch mal ein Stückchen weiter. Ja, kannst du scannen, wenn du Bock hast. Ach so, wieder Wände, ja. Ich weiß, dass du so fasziniert bist. Jetzt sind wir wieder oben. Hä? Ach, hier ist noch mal das zweite, ja. Das können wir... Wo können wir das denn anstöpseln? Vielleicht brauchen wir das gar nicht anstöpseln. Mal gucken. Ja, ich muss das irgendwo dran kriegen. Ja, aber ich kann es so weit nicht ziehen. Ne, ich komme nur bis hierhin. Ich kann es nirgendwo... Ich könnte es aber... Ne, was muss ich machen? Okay, machen wir das mal anders. Gib mir das mal. Ah, das hat auch so eine so ein Einstecker, sag ich mal. Ja, dann zieh den mal raus. Dann gucken wir mal, wie der Kristall steht, sobald ich das da reingesteckt habe. Oh, jo, der bewegt sich auf jeden Fall. Das ist gut. Da hinten können wir klettern. Oh, nee, hier komme ich doch nicht hoch. Das Klettern funktioniert hier nicht. Oh, wie komme ich... Aber irgendwie muss ich ja hochkommen. Ach, da. Okay. Ja, jetzt habe ich das Problem, dass ich da nicht mehr hochkomme. Jetzt habe ich ein komplettes Problem. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich überhaupt weiterkomme. Hallo? Jetzt habe ich das Ding da hingeschossen. Achso, ich kann es auch wieder zu mir holen. Das ist gut. Wie komme ich denn rüber? Ach, easy. Ach, meine Güte. Nimm das Ding raus. Lass los. Schieß das Teil rüber. Gib mir das. Oh, hoppala. Gib mir... Ach, nö. Was machst du denn? So, aufs Neue. Das Ding in meinen Arm. Und... Ah, ja. Oh, yes. Schön. Jetzt gib nochmal her. Ich brauche das... Ja, damit. Dankeschön. Und da stecken wir es rein. Das Ganze macht jetzt auch Sinn. Hoffentlich. Ah, warte mal. Warte mal. Reine Vorsichtsmaßnahme. Ich glaube, ich muss es dahin ziehen. Jetzt gucken wir mal. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das so richtig war. Ich glaube, hätte ich das jetzt so gelassen, wird das nämlich nicht funktionieren. Nicht, weil ich weiß. Ja? Ja. Die große Tür schmilzt. Ja, Yoda. Haben wir es geschafft. Bist du stolz auf uns? Bitte. Das wird mich stolz machen. Auf uns selber. Ja, was hast du denn da? Das ist aber keine Wand. Was hast du denn da gefunden? Jedi-Geräte.
Ja, sollte man nicht unterschätzen. Ach, ein Meditationspunkt ist das. Ja gut. Das ist doch mal was. Oh, Rutschbad. Ja, komm, let's go. Das war kein Rutschbad? Okay, komplette Enttäuschung. Reinste Enttäuschung. Warum spiele ich überhaupt noch? Nee, Quatsch. So, weiter geht's. Hier brennt's. Hier brennt's einfach. Krieg ich Schaden? Nee. Okay, im Wasser, da brennt's gerade ganz schön. Irgendwie weiß ich nicht mehr, wie schwimmt man nochmal? Irgendwie hab ich's verlernt. Okay, ich hab's, glaube ich, wieder. Jo, jo, ich hab's wieder. Und alle, hopp, klettern. Wir brauchen jetzt immer diese... Ja gut, ist Eis, ne? Aber hier oben ist es eiskalt. Ah, unter Wasser ist es nicht so, wegen der Wärme, die da ist. Ich spüre ihn. Er ruft mich. Es ist nicht weit. Kristallhöhle. Die können ihren Kalberkristall nicht wählen. Er wählt dich. Ja, so ähnlich wie du. Ja, und wir haben unseren orangenen neues Ziel hinzugefügt. Ey. Sehen wir uns das mal an. Guck dir die Wände einfach an. Ich hab ja nichts dagegen. Geoden. Ja, auf die stehst du doch am meisten, ne, BD? Auf Geoden. Ein kleines Beben. Mir fällt. Alles in Ordnung. Mir fällt gerade auf, dass. Hoffentlich hält das. Hier überhaupt gar keine Gegner sind. Ja gut, ist der Jedi-Tempel. Also wenn hier Gegner sind, den muss ich aber dann eine hier runterhauen. Und gleich sagen, ey, verschwinde. Dieser Rutschpark hier, dieser Rutschpark. Genau, das ist ein Park. Der Park ist nur für Jedis. Das ist der Jedi-Park. Wow, echt knapp. Darf ich erwähnen, dass das ein ziemlich gefährlicher Park ist? Ruf wird stärker. Beeilung. Ja, da hinten leuchtet was. Wieder ein Meditationspunkt. Warum haben wir HP verloren? Ach ja, ich bin ja einmal runtergeplumpst. Mist. Hab ich ja jetzt ganz doll verdrängt gehabt. Was ist das? Hallo BD. Ach nicht. Sieht an, als wären überall Geister. Nein. Jetzt machst du mir Angst. Geht das nicht. Nach links muss ich. Jetzt hast du mir Angst gemacht. Super. Danke. Nee. Hier geht's nicht weiter. Gucken wir erstmal den anderen Weg. Gibt es einen anderen? Existiert ein anderer? Nee, ebenfalls nicht. Joa. Ach, hier. Hier müssen wir hoch. Ach so. Ja, wir werden auf jeden Fall beobachtet hier. Oha. Aber warte mal, ich kann wir die doch... Die uns gefunden. Ich kann die doch eigentlich hacken. Ich habe noch keine Ahnung, wie. Vielleicht so? Keine Ahnung. Kannst du mal schießen? Ach ja, geht ja gar nicht. Hä, jetzt habe ich den Bug wieder ausgelöst. Wir gehen einfach weiter. Aber sie hat uns doch ein Laserschwert gegeben, oder bin ich irgendwie auf den Kopf gefallen? Die hat uns doch ein Laserschwert gegeben. Ich hätte echt... Jetzt zweifle ich schon an meinem Verstand, ey. Ganz ehrlich. So, ich bin mir nicht sicher, ob wir da hochkommen. Ich würde aber sagen, ja. Wenn wir ein bisschen Schwung holen. Ja. Hat doch geklappt. Puh. Das hat funktioniert gut. Ja, es ist ein Lebensessenz. Wo sahst du ihn zuletzt? Wen? Er wollte in die Höhlen. Ich habe ihn gehört, aber nicht gefunden. Geheimnis entdeckt. Jetzt ist aber... Jetzt geht los. Wo muss ich hier... ja, hallo. Ich komme hier nirgendwo weiter. Wofür existiert der Raum? Egal, gehen wir hier unten weiter. Oh, okay. Ich weiß nicht, warum der Raum da hinten existiert. Alle hopp. Alle hopp. Und alle hopp. Fallen lassen. Und bitte auffangen. Ich weiß, ich fördere dich gerade sehr. Ich weiß es. Ist gerade anstrengend mit mir, Karl. Aber es ist nun mal... Ich werd zitterig, wenn wir nicht bald wieder unser Schwert haben. Und was hast du jetzt wieder für Probleme? Achso, okay. Alle hopp. Sehr schön gemacht. Und bitte erst hier drauf, genau. Oh, puh. Sind wir bald da? Ja, nicht, dass wir dann aus Versehen wieder zurückkommen. Du verrückt. Kein Problem, wir haben genug Leben, sind ja keine Gegner hier. Alles ist okay. Ey. Ah! Ui. Der macht's mir schwer hier. So, links, rechts oder geradeaus? Was sagst du? Links, sagst du. Okay.
Ah, ich liebe die Map. Ich habe mich richtig schön dran an die gewöhnt. Oh, Sicherheitsroboter. Also da bin ich, da ist es okay, dass die hier sind, ne? Aber dass die uns angreifen, weniger, ne? Ja, ich hab's geschafft. Ah, jetzt haben wir den Weg endlich hier. Jo. Wo wir erst nicht lang konnten. Auf der einen Seite. Da haben wir jetzt... Ja, können wir jetzt lang jederzeit. Also können auch wieder zurück. Das ist der. Ja, ich sehe schon, da hinten müssen wir hin. Das ist er. Unsere neue Energiequelle für unserem Lichtschwert. Ich spring mal hier runter, wa? Aber da wird doch irgendwas noch passieren. Ich bin mal gespannt, was gleich passiert. Ja, da komme ich nicht durch, oder? Ja. Entweder wir müssen das zum Schmelzen bringen. Oder wir brauchen einen... Ich gucke erstmal eben auf der Karte, bevor ich hier weitergehe. Oder wir brauchen ein Laserschwert. Nee, ist richtig. Oh, und danach geht's auch schon weiter. Ja, ist schon richtig. Dann müssen wir uns mal hier unten umgucken. Hallöchen? Ah, hier geht's weiter. Ja, da hinten kommen wir halt nicht durch. Hier ist sicher schön warm, ne, im Wasser. Sich ist ja schön erwärmt. Durch die ganzen Wärmequellen da unten. Hier sieht man auch über den Dampf aufsteigen. Wie so heiße Quellen, ne? Oh, und wenn du rauskommst, dann die Kälte. Wenn man das öfters macht, ist gut fürs Immunsystem, wa? Ach, da lang muss ich. Ich war schon gerade überfragt. So. Let's go, Karl. Du bist doch dein neues Lichtschwert, ne? Ah, wir sind drüben. Hä? Mussten wir nicht da hinten lang? Wir sind fast draußen. Ich verspreche. Okay, ich habe ein bisschen die Orientierung anscheinend verloren. Jetzt unterm Wasser. Let's go. Oh, jetzt bloß kein Erdbeben, ey. Dann werden wir hier aber eingequetscht. Bitte, komm bloß nicht näher. Bitte. Ja. Oh, oh. Oh, oh. Ja, ich gebe Gummi. Wo sind wir denn auf einmal? Gib Gummi. Oh, oh. Irgendwie fehlt uns die Kraft. Oh, das sieht aber auch kälter aus, das Wasser hier. Ja, ja. Uns ist kalt. Uns ist richtig kalt. Und wir sind tot. War schön mit euch. Also, das war's jetzt mit Star Wars Jedi Fallen Order. Danke fürs dabei sein. Ist leider jetzt nicht das Happy End, was wir uns erwünscht hatten. Wir leben noch. Warte, sind wir das jetzt? Nee, ne? Das ist nicht unser altes Ich, oder? Doch, das sind wir. Von damals. Jo, Tatsache. Das war unser Ich. Unser altes. Nee, unser junges. Nee, Moment mal. Was sehen wir? Achso. Ich glaube, der hat ein paar Hallus. Aber ich glaube, das ist bei Jedis normal. Bei denen ist das trivial. Wenn die Halluzinationen bekommen, ist... Ganz trivial. Oh, da ist er. Ich finde das mal interessant so mit dem Jedi-Tempel und so, ne? Wie man jetzt auf dem Weg ist, sich ein neues Laserschwert zu bauen. Hatten wir ja anscheinend nicht. Wir hatten... Ja doch, vielleicht unser allererstes. Ich weiß es nicht. Das zweite Schwert hatten wir ja dann von ihm bekommen. Vom Meister. Oh, ist das klein. Oh. Du hast uns ausgesucht. Kleiner Kristall. Hä? Sind wir irgendwie verflucht? Jedes Mal, wenn wir so einen Kristall berühren, geht der einfach kaputt. Was war das denn? Das ist eine komplette Wendung. Es ist vorbei. Wir sind gescheitert. Scheitern ist nicht das Ende, mein Freund. Hä? BD? Du kannst reden? Also Deutsch? Menschlich? Nein. Okay.
Kann sein, dass das ein Audio war oder so. Keine Ahnung. Es ist so. Ach so. Hä? Wir sehen uns vielleicht zum letzten Mal. Ich spüre den Untergang des Ordens der Jedi nahen. Nein. Scheitern ist nicht das Ende. Es ist ein notwendiger Teil des Weges. Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind, weiterzukämpfen. Wie du, BD-1. Ganz genau, BD-1 ist sowieso hier. Der ist eigentlich der Protagonist. Du wirst jemanden finden, der ebenso mutig ist und hartnäckig wie du selbst. Und du wirst ihm helfen. Genauso wie mir. BD-1 ist nicht der Begleiter von uns. Wir begleiten nur BD-1 auf seiner Reise. Komplett gelöscht sein. Bist du sicher, dass du das willst? Ich glaube, das war ein Ja. Ich kann es nicht fließend, aber hab ein bisschen was rausgehört. Leite komplette Speicherverschlüsselung ein. Nur durch eine Vertrauensverbindung wird dein Speicher wieder hergestellt. Okay. Die machen das immer so geheimnisvoll. Ich glaube an dich. Das habe ich immer. Und ich glaube an den, den du auswählst, mich zu ersetzen. Leb wohl. Alter Freund. Oh. Du hast für mich deine Erinnerung riskiert. Ja, ich glaube auch an dich, Kumpel. Ja. Vielleicht ein bisschen Tesafilm. Noch gibt's eine Chance. Oder ein starker Kleber. Es gibt immer eine Chance. Komm schon. Ja, unser Kampfgeist ist wieder da. Finde deinen was? Weg ist es. Und ich bin jetzt auch weg. Im nächsten Part geht's wieder weiter. Bis dahin noch einen schönen Tag. Danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Part. Bye bye.